Willkommen zu diesem Special. Super Mario Maker 2 feiert Geburtstag und wie jedes Jahr zelebriert das die Community, indem sie die besten und renommiertesten Level-Creator aus der ganzen Welt zusammentrommelt, die dann extra ihre Level für dieses Event erstellen. Um die 50 sind es diesmal geworden, die im Verlauf der nächsten Wochen in Paketen veröffentlicht werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder wenn ihr die Level selber spielen möchtet, dann könnt ihr mal auf dieser Webseite vorbeischauen. Die Jubiläumslevel sind eigentlich immer mit das Beste, was Super Mario Maker zu bieten hat. Deswegen freue ich mich wie ein Schneekönig und auf geht's. Los geht's mit einem Level von Kjavik, der nicht nur gute Level macht, sondern auch das Event hostet, der für die Organisation zuständig ist. Finde ich echt klasse, dass es sowas gibt. Twister Magnet Madness. Wenn ein Twister-Magnet dich erwischt, dann steh still und du hast eine einfache Zeit. Werde ich mal beherzigen. Meistens auch neue Mechaniken in den Leveln. Also zumindest nicht selten. Oh, das... Ja. Ich glaube, das habe ich bisher nur in einem Troll-Level gesehen. Dass man unter denen einfach festklebt. Und wie es in der Beschreibung steht, man muss gar nichts machen. Man wird einfach mitgezogen. Und wenn man Pech hat, kommt man von denen auch gar nicht mehr los. Es gibt in jedem Level, das weiß ich, einen versteckten Kuchen, also einen Geburtstagskuchen für Mario Maker. Quasi. Ich werde jetzt nicht speziell versuchen, die zu finden. Aber ein bisschen umgucken werde ich mich natürlich schon. Was hätte ich jetzt da eigentlich machen müssen, um das zu überleben? Das sieht mir schon eher nach Secret aus, ja? Versteckte Ranke. Da oben ist halt noch so einer, aber kann der mich tatsächlich... Oh! Der schafft das. Ja, so ganz einfach ist das Handling dieser Mechanik nicht, weil es halt auch keine beabsichtigte Mechanik ist, denke ich. Okay, jetzt muss ich noch in den hier reinkommen irgendwie. Please, nein! Oh! Ich glaube ja, dass das der Weg zum Secret ist. So, der Übergang hier ist schwierig. Weil wenn man nicht die exakte Geschwindigkeit hat, dann nimmt der einen nicht richtig mit. Aber wenn man gerade nach oben springen kann, dann geht's schon. Aber wenn man schon ein bisschen Schwung mitbringt, dann ist es echt schwierig. So, jetzt habe ich hier einen Schlüssel gekriegt. Muss ich den etwa bis zum Ende mitbringen? Wenn ich den Kuchen haben will. Ich will den Kuchen. Jeder will Kuchen. Das wäre fast ein Tod gewesen. Also die nehmen einen nur mit, solange sie geradeaus fahren. Und wenn sie umdrehen, dann nicht mehr. Also muss man hier ein bisschen selbst mithelfen. Phew. Bedeutet das aber nicht auch gleichzeitig, dass ich... dass ich auch nach dem Checkpoint, falls es denn einen gibt, nicht sterben darf. Das ist so cool. Steht da irgendwas? 4! Yo! 4YMM. Da kommt schon wieder so ein Aufzug. Ich nehme ihn mal. Frag mich zwar, wie der P-Switch noch ins Spiel kommt. So langsam habe ich mich dran gewöhnt, was man mit diesen Dingern machen muss. Jetzt geht's wieder zurück! Hier geblieben! Das kann ich bestimmt alles nochmal machen. Ja, was ist hier auf der anderen Seite? Nur damit ich das schon mal weiß. Und nicht aus Neugier da runterspringen. Ah. Klar, der Switch muss ja irgendwo umgedreht werden und das wird da gemacht. Ich habe allerdings schon erkennen können, dass sich das Setup hier leicht ändert, so wird das nichts. Ich muss den weiter nach hinten fahren lassen, sonst habe ich nicht die Zeit, nochmal ranzugehen. Yes! Das ist herrlich. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Ja, ich kann euch nur empfehlen, spielt die Level selbst. Die sind so cool. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr sie bei mir guckt. Jetzt muss ich nur noch das schaffen. Phew. Checkpoint 4YMM. Habe ich hier etwa die Auswahl?
Ich hab nicht gern Auswahl. Naja, man kommt wahrscheinlich an der gleichen Stelle raus. Muss ich das hier machen? Ja, muss ich. Definitivo. Ich glaube, es macht erst wirklich Sinn. Es funktioniert sogar mit Gegnern. Diese Kuchen zu finden. Oder zumindest in diesem Level macht es erst Sinn, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Weil jetzt ist der Schlüssel weg. Und das war bestimmt nicht der letzte Tod. Wo ist das Playtesting, wenn man es mal braucht? Einfach so Hammer Brother. Das ist gar nicht mal so ungefährlich. Naja, mit ein bisschen gucken kriegt man das schon hin. Fast hätte er mich nicht losgelassen. Die sind wirklich anhänglich zum Teil. Gefahr. Okay. Ich brauch dich wohl. Abgang? Ich hatte schon befürchtet, ich werde jetzt hier zerquetscht. Oh, das ist so nice. Ja, dieses kurze Stoppen. Weil sonst hätte man nicht die Chance darauf, im First Try zu reagieren. Was ich aber natürlich sowieso nicht kann. Wird man da vielleicht sogar automatisch abgeworfen? Man wird automatisch abgeworfen. Man muss gar nichts machen. Ja. Okay. Nimm mich bloß mit. Okay, diesmal hat's mich durcheinander gebracht, dass er nochmal abgestoppt hat. Ich war gerade am gucken, ob vielleicht dieser Wolkenhintergrund, solange der da ist, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass man mit dem Fahrstuhl hier mitgehen soll. Und es ist auch ein bisschen so. Ja. Das dauert echt ein bisschen zu lang, bis der da wiederkommt. War da unten nicht noch was? Sah für mich so aus. Also hier könnte man den Schlüssel einsetzen, wenn man das Level one-shottet von Anfang an. Goodbye. Und das werde ich jetzt auch nochmal versuchen. Oh nein, wieso war der so weit voraus? Boah, das Level ist viel länger, als ich es jetzt in Erinnerung hatte. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir nicht die Nackenhaare zu Berge stehen. Ist schon ein ganz schöner Weg bis hierher. Deswegen brauche ich jetzt volle Konzentration. Oh, what? Warum? Das war knapp. Nein! Es ist schon relativ genau, wo man hinspringen muss, damit man in diesen Sog reingerät. Und wenn es einem natürlich am Ende von so einem Abschnitt passiert, dann ist das besonders ärgerlich. Ja, das hier ist der gruseligste Abschnitt, weil hier darf man nicht einen Fehler machen. Wenn man einmal an dem Tornadino vorbeispringt oder nicht ganz die richtige Stelle trifft, wo man eingesaugt wird, dann ist man weg. Okay. Checkpoint brauche ich nicht. Auf geht's. Yes! Das war ein hart verdienter Kuchen. Und hier ist er. Ist er nicht schön? Wow. Fast noch gegrillt. Kay wie Kjavik.
Kann man mit dem eigentlich noch was machen? Nö. Okay, auf ins zweite Level. Das ist von Cypher, den kenne ich gar nicht. Sawmill Thrill. So heißt auch ein Level in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Die Koopa Company ist wieder mal dran. Halte sie auf, bevor sie den gesamten Wald zerstören. Oh nein, wollen sie ihn etwa abroden? Das kann ich nicht zulassen. Toadette, tu was. Oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen, Kollege. Fröhlicher Münzenregen. Das ist das Geld, das die Koopa Company mit dem ganzen Holz verdient. Ich weiß nicht, sieht ein bisschen verdächtig aus da oben. Ich traue mich nur nicht richtig dahin, obwohl... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es ist allerdings nur noch mehr Geld und nicht der Kuchen. Ich frage mich, ob der jedes Mal so schwer zu kriegen sein wird. Oder ob das jetzt eine Ausnahme war. Für mich sieht das aus wie zwei Augen, die sie im Kreis fahren. Oh, oh, ich weiß, ich habe eine sehr merkwürdige Fantasie. Interessant aufgebaut. Vor allem ästhetisch macht das auch viel her. Mal kurz hier oben in Sicherheit bringen. Man möchte den Clown ja immer so ein bisschen Zeit geben. Das ist tatsächlich ein Checkpoint wert. Oh, und jetzt! Jetzt wird's tatsächlich noch wie das Level aus... Ah! Tropical Freeze. Weil das war ja ein Loren-Level. Aber es hat einen ganz eigenen Twist. Es ist nicht einfach nur ein Nachbau. Ich habe nicht gecheckt, dass die da umdreht. Ist, wie ich finde, eines der härteren Level aus Tropical Freeze. Oh! Das hat mich schon einige Versuche gekostet. Bis ich da zum ersten Mal durch war. Bin ich eigentlich noch dabei? Irgendwie schon. Es war gar nicht meine Aufgabe, den Schalter da zu aktivieren. Es wurde für mich erledigt. Holla! Ich sollte mal ein bisschen mehr Spinjumps machen. Dann kann ich wenigstens noch auf den Stachelbällen landen, wenn es drauf ankommt. Wahrscheinlich ist das der Kuchen, wenn man groß bleibt. Ist auch nicht schlecht, wenn er sich nicht ganz am Ende des Levels immer befindet. Aha. Ob es da wohl noch einen Boss gibt? Den Anführer der Company? Stille. Oh! Ultra Star! Ich aktiviere einfach mal alle Schalter in der Hoffnung, dass das richtig ist. Mhm. Und ich kriege sogar noch einen Pilz. Oder auch nicht. Hab sowieso einen. Kann ich drauf verzichten. Wenn du nicht zu mir kommen willst. Ich habe den Alarm ausgelöst. Jetzt kommt dann gleich die Security und wirft mich raus. Oh! Ist das einfach nur Survival? Please, no! Wo kam der denn her? Jesus, bleib doch mal stehen! Die Plattform hat keine Lust auf mich zu warten. Ja, der Weg hierher ist nicht besonders lang. Trotzdem, Konzentration! Oh, lustig, wie die Stachelbälle zum Teil dahin geschleudert werden und ich einfach mal wieder nicht mit dem Momentum von diesem Fließband klarkomme, aber so gar nicht. Yeah! So, jetzt müsste ich eigentlich weiter sein als vorher. Es war nicht ganz gerade gestapelt. Die müssen ihre Maschinen mal kalibrieren. Und hier ist ja der Ausgang. Ich dachte schon. Ich weiß gar nicht, was da oben alles passiert. Das ganze Ding fliegt in die Luft. Der komplette Gebäudekomplex ist zerstört. Aber er muss nochmal aufgebaut werden, damit ich mir den Kuchen holen kann. Ach, sieh mal an. Hier kriegt man sogar ein gestacktes Power-Up. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Weil jetzt darf ich zumindest einmal getroffen werden.
Was ich natürlich nicht vorhabe, aber es ist schwierig. Genau, wir fahren einmal in diese Richtung. Und da kommt nur ein Stachel. Oh, genau zum ungünstigsten Zeitpunkt. Dann zählt's eben ab jetzt. Ich will's ja nur spannend machen, ist klar. Naja, immerhin kriegt man am Checkpoint auch nochmal einen Pilz. Das heißt, man muss das Level nicht jedes Mal von vorne spielen. Man hat zwar den Vorteil, dass man dann die Blume bekommt. Aber ob's das jetzt wirklich wert ist, weiß ich nicht. Ich versuch's lieber mal so. Die Stelle hier ist aber wirklich gefährlich. Wenn jetzt der Stachelball rauskommt. Ja, mit einem Spinjump geht's. Es ist nur mega verwirrend, weil die halt erst stehen bleiben und dann weiter rollen. Zumindest wenn sie gerade von oben kommen. Du sollst Spinjumps machen, Junge. Ich höre einfach nicht auf mich selbst. Jetzt wäre ich da fast abgehauen. Oh, ist sogar noch eine zusätzliche Section. Da sage ich nicht nein. Naja, man hat unendlich Versuche. Vorausgesetzt, man lässt sich nicht doppelt treffen. Aber man muss auch ein bisschen timen. Oh ja. Der letzte Sprung ist nicht ohne. Na? Das ist nicht der Kuchen. Wo ist denn der dann? Ich dachte eigentlich schon, dass jedes Level einen hat. Irgendwo ein anderer Secret-Weg? Kann ich genau erkennen, was da oben ist. Aber theoretisch hätte man sich da mit einer Stachelkugel hocharbeiten können. Da oben ist was. Ist auf jeden Fall schwierig. Von hier unten komme ich auch nicht dran. Es geht eigentlich nur von hier. Aber die Tatsache, dass ich groß bin, ist eigentlich eher ein Nachteil. Sieh gut aus. Sieh gut aus. Ja, ich habe ihn. Und eine ganze Menge Goodies noch dazu. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo ich rauskomme. Ach so. Ja, dann. Der Sand der Zeit. Die Sande der Zeit von CTRX wechsle zwischen Nacht und Tag, um deine Fußspuren im Sand der Zeit zu hinterlassen. Hübsches Thumbnail. Mit einer Sanduhr. Passend dazu. Rätsel. Aber die Abschlussrate ist relativ hoch. Manchmal liegt es aber auch nur daran, dass man in Rätselleveln nicht sterben kann oder viele Rätsellevel sind so aufgebaut, dass man nicht sterben kann. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem viele Versuche benötigt. Was kann ich gegen den machen? Das ist schon mal das erste Rätsel. Achso, ist ja New Super. Claro. Haha. Sehr hübsch gemacht, auch mit diesen ganzen Deko-Elementen. Ja, die Kakteen. Brauche ich dich? Wie verhält der sich eigentlich? Nicht ganz sauber. Ah, Entity Limit. Die werden ja sonst random platziert hier, die Deko-Sachen. Man muss die dann von Hand immer wieder richtig machen. Oh! Ich glaube, das war eher semi-intelligent. Ich muss das halt so hinlegen, dass ich es von der anderen Seite nochmal holen kann. Genau. Was für eine brütende Hitze. Aber hier ist eine Röhre. Das heißt, jetzt wird's Nacht. Und Nacht in der Wüste heißt gleichzeitig auch immer Wind. Hier oben komme ich aber trotzdem nicht durch. Weil es jetzt auf einmal Eiszapfen hat. Ja, es ist kalt in der Nacht, in der Wüste.
Mhm. Ist auf jeden Fall. Upsa. Ist auf jeden Fall gleich vom Aufbau her. Nur meine Aufgabe ist eine andere. Was ist denn meine Aufgabe? Ohne die freundlichen Pokies gestaltet sich das gar nicht so einfach. Also das hier sieht mir eher so aus, als bräuchte ich hier wieder ein Trampolin. Definitiv. Und das ist keiner, der fällt. Und das Trampolin aus dem anderen Bereich mitnehmen, hätte ich nicht gekonnt. Warum fällt der eigentlich? Soll das ein Hinweis sein? Ich glaube nicht, dass sie unsichtbare Blöcke... Oh, warte mal. Das würde normalerweise nicht funktionieren, aber wegen des Windes geht's trotzdem. Ah! Da hilft er mir im einen Moment, im nächsten will er mich schon wieder umbringen. Kamek? Mach keine Spielchen. Hoppla. So, konnte ich das jetzt hier irgendwo verwenden oder muss ich dazu wieder zurück? Ja. Ich denke, ich kann den Pokey damit killen. Extra auch schön groß gemacht, damit es nicht zu schwierig ist. Checkpoint. Voll lange gedauert. Oh. Gut, dass da Boden war. Ach, das bringt mich nur hier hin. Hm. Dann muss ich wohl vorerst noch was anderes machen. Da ist nix. Ich vertraue einfach mal dieser Säule. Und auf der Seite komme ich ebenfalls nicht durch. Ich muss also auch diese Pokies wieder aus dem Weg räumen können. Oder sie anderweitig umgehen. Aha. Oh, ein Helm. Das ist allerdings sehr gut. Soll ich noch einen mitnehmen? Es hat bestimmt einen Grund, warum ich hier zwei krieg. Ich meine, man kriegt immer zwei, wenn man einen aufsetzt, aber der Levelersteller hat sich da gewiss was dabei gedacht. Ich meine, das hier hilft nichts, ne? Nee. Nicht so wirklich. Ich frage mich halt echt, oh, wenn ich den da oben reingeschmissen hätte, dann hätte es die abgeräumt, bis sie schließlich draufgehen. Ja, aber damit die Köpfe kaputt gehen, muss ich den hier oben reinwerfen. Perfekt, ein neuer Weg. Kriege ich den jetzt eigentlich nochmal zurück? Nein, mach ihn automatisch kaputt. Zurück in die Nacht. Autsch! Das hätte mich jetzt aber fast gekillt. Da will ich ehrlich sein. Ich habe auch mega die Probleme damit zu checken, dass die Eiszapfen zurückkommen. Ich stelle mich manchmal genau dahin. Lol, geht das etwa nicht? Das kannst du mir nicht erzählen. Ich brauche hier was anderes. Nochmal so ein Stachelhelm wäre nicht schlecht. Ich glaube, das kann man mit einem Triple Jump schaffen. Der Wind macht's nur nicht einfach. Oh yes. Knochen trocken. In der Mitte ist ein Eiszapfen, der runterfällt. Und der Knochen trocken lässt sich auch nur so killen. Kann ich den hier betäuben und er stirbt trotzdem? Nein, tut er nicht. Das ist ja richtig dumm. Das heißt, ich muss das perfekt timen. Ja gut. Jetzt vielleicht. Phew. Und passend dazu gibt's den Panzer. Den ich allerdings nicht mitnehmen kann, weil ich im Knochenpanzer sitzend keine Items tragen kann. Jetzt müsste ich den auch irgendwie da hochkriegen. Mach ich denn das? Hätte ich etwa doch einen mitnehmen können? Habe ich Müll gelabert? Das wollte ich nicht. Das war der Wind. Und ich befürchte, ich werde hier an der Zeit draufgehen. Naja, okay. Naja, ich lasse den auch automatisch los dann.
Es gibt also keine Möglichkeit, zwei Knochenpanzer hier rauszubringen. Ach! Claro! Das hab ich ja ganz vergessen. Aber jetzt muss ich ihn aufgeben. Ich kann ihn nicht weiter mitnehmen. Zack! Jetzt bin ich endlich auf der anderen Seite von diesem Eiszapfen. Hat auch lange genug gedauert. Und dafür gibt's nochmal einen Checkpoint. Jetzt kann ich diesen Sprung schaffen wegen des Windes. Das ist echt clever aufgebaut. Oh. Wahrscheinlich der Kuchen. Dafür hätte ich allerdings die Feuerblume behalten müssen. Oha. War gar nicht darauf vorbereitet, auf den Boss. Ist das überhaupt ein Boss? Ich sehe nur eine Sonne. Ha, die hat sich aber Zeit gelassen. Jetzt sind es auf einmal zwei. Auch wieder Entity Limit. Damit lässt sich so viel Stuff machen. Vielleicht habe ich ein bisschen die Klappe zu weit aufgerissen am Anfang. Hier ist nur eine Sonne. Jetzt kriege ich dann gleich echte Probleme. Vor allem, weil die so lange antäuscht. Noch bin ich mir nicht ganz im Klaren, was hier in letzter Konsequenz passieren wird. Aber ich nehme mal an, aus der roten Röhre kommt was raus. So, letzte Piranha-Pflanze. Jesus! Yoshi! Yoshi, eilt zu meiner Hilfe! Aber nicht sehr lange. Okay, das habe ich mir gedacht, dass ich die Sonne nicht wegspucken kann. Feuer mit Feuer bekämpfen. Lol. Ich glaube, ich muss hier gar nichts weiter machen, oder? Ich verlasse einfach diesen Raum und hab jetzt einen feuerspuckenden Yoshi dabei. So wird ein Schuh draus. Jetzt das Ganze nochmal mit Mond. Das erinnert ja brutal an an diesen Kampf aus Kirby's Dream Land, wo man gegen die Sonne und den Mond kämpft. Nein! So. Jetzt muss ich nur noch irgendwo was finden, wo ich den gewinnbringend einsetzen kann. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich damit die Sonne besiegen und dafür kriege ich den Schlüssel. Das muss ich probieren. Yes! Oh, und diesmal sind sie sogar alle auf einmal da. War jetzt die Schlüsseltür hier oder? In der Nacht. In der Nacht. Ich hoffe, es ist der Kuchen. Aber hier steht er schon vor YMM. Es wäre voll der Bait, wenn er es nicht wäre. Ist das ein Kuchen? Ich finde, das sieht aus wie ein Kuchen. Man wird allerdings sofort wieder zurückgeschickt. Ach, das ganze Ding ist der Kuchen. Jetzt erkenne ich es. Mit Zuckerglasur. Sehr hübsch. Also haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Den Kuchen zu finden war bisher jedes Mal eine andere Aufgabe. Einmal war es ein geheimer Weg. Im ersten Level war es eine Challenge. Und jetzt hier ein kleines Rätsel. Super genial. So nah und doch so fern von Superstar Bufflin. Der Weg zum Erfolg ist keine gerade Linie. Das ist witzig, weil er sonst sehr lineare Level macht. Ja, so reine Platforming-Level, aber ohne irgendwelche Secrets oder Abzweigungen. Vielleicht hat er ja dieses Mal was Neues probiert. Was ist denn da schon aktiviert worden? Der Schalter. Sonst wären jetzt die blauen nicht aktiv. Auf geht's. Oh, das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Es ist also ein Knochentransporter. Mhm. Ha.
Holla, die Waldfee. Das war so gemütlich. Und dann auf einmal, zacko, muss man sich beeilen. Das ist aber nett, dass die Kugel noch aktiv ist, wenn sie schon in der Lava steckt. Mhm. Was wollt ihr denn? Ihr könnt mir gar nichts. Zumindest noch nicht. Oh, das war ein schneller Checkpoint. Und hier wäre das Ziel. Oder hier ist das Ziel? Nein, hier ist es nicht. Alles klar. Dann ist es doch so, wie ich gedacht habe. Und an die ganzen Stellen, wo vorher die blauen Schalter waren, spawnen jetzt neue Sachen. Der fährt wieder los. Diesmal war ich drauf vorbereitet, aber nicht auf diese Flamme. Nein! Ah, das Ding fährt so schnell los. Und dann hat man kaum noch Zeit zu reagieren. Da ist er, der Checkpoint, der mir angeteasert wurde. Das ist zumindest mal ein Schlüssel. Vielleicht gibt es noch einen zweiten. Für Secret. Au! Ich musste so stark nach vorne drücken, damit mich der Spike nicht erwischt. Das ist wirklich ein interessantes Level für Bufflin-Verhältnisse. Man merkt eindeutig, dass es von ihm ist. Aber gleichzeitig doch irgendwie anders. Jetzt läuft der da einfach weg. Die anderen waren so gechillt und haben auf einer Stelle gesessen. Irgendwo gibt's noch einen Schalter. Herr Verwalter. Du kriegst mich nicht nochmal. Ah! Das ist clever. Boah. Jetzt ist mein Schlüssel aber wieder weg. Ha. Irgendwo hätte es noch eine zweite Coin gegeben. Ja, die muss ich auf jeden Fall suchen. Im ersten Abschnitt habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas gesehen, wo man hätte anders abbiegen können. Kann man hier... Kann man hier ja eigentlich auch nicht. Ist auch gar nicht so leicht, hier gleichzeitig zu gucken. Oh oh. Schön langsam, Mr. Knochen Joe. Da unten vielleicht? Nee, es macht auch keinen Sinn. Hier könnte ich nochmal raus. Weil jetzt der Schalter anders ist. Oh yes, das ist es tatsächlich. Ding dong. Mit einem komplett weiteren Abschnitt sogar. Dang it. Ist genau außerhalb der Reichweite. So nah und doch so fern. Das ist das Thema des Levels. Ich habe auch nicht nochmal einen Checkpoint gekriegt. Aber bisher sieht's gut aus. Wahrscheinlich muss ich aber den gesamten Weg nochmal zurück. 4Y. Ja, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich schon gefragt haben, warum das hier 4 Jahre Mario Maker ist. Weil Mario Maker 2 ist ja jetzt erst ein Jahr draußen. Und das ursprüngliche Mario Maker für die Wii U. Dang it. Das gibt's schon seit 2015. Also eigentlich 5 Jahre. Aber auch nicht ganz 5 Jahre, weil es im September rausgekommen ist. Also 4 Jahre und, lass mich lügen, 9 Monate. Naja, wahrscheinlich haben sie sich einfach gedacht, sie verlegen jetzt die Geburtstagsfeier auf das neue Release-Datum von Mario Maker 2, behalten aber die Rechnung bei, weil das letzte Jubiläum halt 3 Years of Mario Maker war. Und letztes Jahr ist es auch mehr oder weniger ausgefallen, wegen dem Release von Mario Maker 2. Naja.
Wäre auch irgendwie doof gewesen, wenn sie es jetzt... Oder wenn sie 4 Jahre übersprungen hätten und direkt mit 5 weitergemacht hätten. Dann wäre das genauso confusing gewesen. What? Der hatte auf einmal so viel Vorsprung. Wie ich mir vor den Spikes in die Hosen mache. Hey, ich hab's geschafft. Die darf ich jetzt abspeichern, ne? Oder? Nein, darf ich nicht. Oh, das ist ein Problem. Das macht das Ganze natürlich nochmal um einiges schwieriger. Weil der Abschnitt hier ist schon relativ lang. Nein, jetzt falle ich darauf nochmal rein. Wie ärgerlich. Ja, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Lass dich nicht reinlegen. Okay. Das ist er. Das ist der ultimative Endboss. Die laufen aber auch immer genau in die falsche Richtung. Als ob sie es drauf abgesehen hätten, mich zu trollen. Wow. Holy moly. Wenn der mich jetzt noch umbringt. Ich hab's. Das war echt nicht leicht. Kuchen! Das ist der erste Kuchen, bei dem man sich auch umbringen könnte. Von wegen Kuchen. Das ist ein ganzes Regal voll. Om nom 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 nom. Da hab ich... Moment. Was ist das? Oho! Da habe ich ja jetzt eine Weile zu essen. Für Verpflegung ist gesorgt bis zum nächsten Part. Vor YMM. Der Froschanzug. Und Bum Bum tanzt. Wow, die Steuerung. Ich finde eigentlich, 4 Level ist auch eine ganz gute Anzahl für einen Part, oder? Ja. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann denkt doch über ein Abo nach. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.